Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play. Die Befragungen gehen weiter. Und? Sie haben meine Sachen gründlich durchwühlt, nehme ich an. Ja, danke. Aber ich glaube, Sie könnten uns vielleicht noch einige Informationen geben. Tatsächlich? Ich glaube kaum. Ist dieser Pfeifenreiniger von Ihnen? Keine Ahnung. Ich lasse Sie ja nicht monogrammieren. Können Sie mir sagen, wie der Pfeifenreiniger in das Abteil von Monsieur Ratchet kam? Keinen blassen Schimmer. Haben Sie Monsieur Ratchets Abteil je betreten? Ich habe mit dem Mann nicht einmal gesprochen. Sie haben nie mit ihm gesprochen und ihn nicht ermordet? Wenn, dann würde ich es Ihnen wohl kaum sagen, oder? Naja, es ist nicht von Bedeutung. Ach. Monsieur Poirot hat mir gesagt, dass er sich dafür 11 ausgezeichnete Erklärungen vorstellen kann. Jetzt nicht, wenn alles vorbei ist, wenn wir es hinter uns haben. Ist das ein Zitat? Mademoiselle Debenham sagte Ihnen diese Worte am Sirkeci-Bahnhof in Istanbul. Sagen Sie mir, worauf sich diese Worte bezogen. Warum fragen Sie nicht Miss Debenham? Das werde ich. Sie haben gegen sie überhaupt nichts in der Hand. Es tut mir leid, aber Sie irren sich. Wir wissen, dass Mademoiselle Debenham bei der Familie Armstrong zu der Zeit Gouvernante war, als Daisy Armstrong... Woher wissen Sie das? Was Sie nicht sagen. Warum hat mir Mademoiselle Debenham erzählt, dass sie noch nie in Amerika war? Fragen Sie sie doch selbst. Ich glaube trotzdem, dass Sie sich irren. Wenn Mademoiselle Debenham unschuldig ist, warum verschwieg sie diese Tatsache? Ich habe keine Ahnung, aber Ihr Verdacht ist völlig absurd. Sie machen einen schwerwiegenden Fehler. Colonel, ich glaube, Sie sind es, der einen Fehler gemacht hat. Wo schaust du hin? Warum... Signore Foscarelli, ich bin hier, um die Wahrheit zu erfahren. Signorina, ich glaube, alle haben Signore Poirot und auch Sie unterschätzt. In Ihrem Koffer fand ich einen Chauffeurführerschein. Ja, aber sehen Sie, ich habe Autos mein ganzes Leben geliebt. Sie zu verkaufen ist allerdings viel feiner, als Autos anderer Leute zu fahren. Der Führerschein wurde im Staate New York ausgestellt. Sie sagten, Sie hätten in Chicago gelebt. Chicago ist nicht im Staate New York, oder? Nein, Chicago ist im Staate Illinois. Interessiert mich nicht. Es wäre zu Ihren Gunsten, wenn Sie mir die Wahrheit sagen würden. Sie reden wie die amerikanische Polizei. Rücken Sie mir der Wahrheit raus, sagen Sie immer. Sie wurden von der amerikanischen Polizei festgenommen? War das in New York? Festgenommen? Nein, nie. Sie konnten mir nichts nachweisen. Was nachweisen? Meinen Sie nicht, dass Sie endlich mit der Wahrheit rausrücken sollten, Monsieur? Es ist wahr. Ich habe Ihnen nicht die ganze Wahrheit gesagt. Ich war nicht ganz offen. Das ist nicht so. Wissen Sie, manchmal ist ein Auto nicht vollkommen, aber man muss es verkaufen. Also ist man nicht ganz offen. Sie waren der Chauffeur der Familie Armstrong, nicht wahr? Wenn Sie es schon wissen, warum fragen Sie mich? Warum haben Sie mich belogen? Belogen, belogen? Ich habe nicht gelogen. Ich war nur nicht ganz offen. Warum? Ich vertraue der jugoslawischen Polizei nicht. Sie mögen keine Italiener. Sie hätten mich nicht gerecht behandelt. Wenn Sie meinen... Erzählen Sie mir von Daisy Armstrong. Die Kleine. Sie war der Liebling der Familie. Tonio hat sie mich genannt. Alle nannten mich so. Manchmal saß sie im Auto und tat so, als würde sie fahren. So eine süße Bambina. Waren Sie bezüglich gestern Abend auch offen? Ich hatte mit dieser Sache nichts zu tun. Ich war es nicht, der dieses Schwein Ratchet tötete. Sie haben nichts gegen mich in der Hand. Danke, Monsieur Foscarelli. Foscarella. Ich weiß nicht, ob ich mit der Mrs. Hubbard sprechen kann, also... Ich red's mal an, aber... Ja, so gut kann ich mich auch nicht daran erinnern. Ich habe gehört, dass wir bald weiterfahren können. Ja, der Schnee wird jetzt geräumt. Es tut mir leid, dass Sie Ihr Schiff nach Amerika verpassen werden. Unter den Umständen habe ich beschlossen, ein paar Tage in Paris bei meinen Enkeln zu verbringen, um mich von dieser Reise zu erholen. Ist Ihnen sonst noch etwas eingefallen, was unseren Ermittlungen dienlich sein könnte? Naja, durch Sie sind jedenfalls alle hier in Aufruhr. Vielleicht sollten Sie das nächste Mal etwas diskreter sein. Oh, ich vergaß.
Sie werden wahrscheinlich nie wieder ermitteln, stimmt's? War das alles? War Ihnen das nicht dienlich? Nein. Ich dachte. Das wäre vorläufig alles, Madame Hubbard. Unhöfliche Person. Mr. Hartman. Ich muss mich bei Ihnen entschuldigen, Miss Marceau. Tatsächlich? Ich war nicht sehr höflich, als wir uns das erste Mal vor dem Bahnhof begegneten und habe mich ziemlich daneben benommen, als Sie mich dabei erwischten, Pierres Sachen zu durchwühlen. Das ist unentschuldbar. Tatsächlich mochte ich schon immer Französinnen. Und das ist kein Flirtversuch, es ist einfach so. Das lässt mein Benehmen irgendwie noch schlechter erscheinen, glaube ich. Es tut mir leid. Danke, Monsieur Hartman. Ich akzeptiere Ihre Entschuldigung. Danke. Also, was ist eigentlich los in diesem Zug? Es kommt mir alles ziemlich verrückt vor. Mir manchmal auch. Wenn Sie mich noch ein bisschen ausquetschen wollen, schießen Sie los. Es scheint offensichtlich, dass der Mord mit der Armstrong-Entführung in Verbindung steht. Ach, plötzlich doch. Ich würde gerne wissen, wie Sie und Poirot das herausgefunden haben. Wir haben es erraten. Okay, das will ich Ihnen glauben. Haben Sie noch weiter eigenständig ermittelt? Nein. Nachdem Sie mich erwischt hatten, dachte ich, es würde sich nicht lohnen. Das Herumschnüffeln hätte mich schuldig aussehen lassen. Ich habe mich nicht gerührt. Sie waren nicht der Gärtner im Hause Armstrong, stimmt's? Sie hatten gar keinen Garten. Langsam glaube ich, dass ich der Einzige in diesem Zug bin, der nichts mit diesem Fall zu tun hatte. Haben Sie irgendeine Idee zu dem Verbrechen? Ich muss zugeben, es ist mir ein Rätsel. Gut, jetzt noch mehr Denham, wenn es möglich ist. Ich glaube, ihr ist nicht nach Reden zu Mut. Toll. Toll. Gut, dann fragen wir Barnaby. Halt, Moment. Ja, 3 Minuten noch. Ich will nicht überziehen. Wo ist denn eigentlich der kleine Spanier, dieser Matteo? Ja. Hier ist Barnaby, ich habe die Information. Wie steht's mit Colonel Toby Armstrong? Colonel Armstrong scheint ein ziemlicher Held gewesen zu sein, Träger des Victoria-Kreuzes, dient im Weltkrieg, dann in Indien und in Afghanistan, bei der Royal Northumberland Fusil, tragisch an dieser Kidnapping-Geschichte, hat den armen Kerl zugrunde gerichtet. Haben Sie den Nachnamen des Kindermädchens Susanne herausgefunden? Susanne Ferrier, geboren in Paris, das ist leider alles. Vielen Dank für Ihre Hilfe, ich melde mich dann wieder. Damit wird die Batterie geschont, wenn ich es nicht benutze. So, ich habe... Mary Denham fehlt noch. Okay. So. Na gut. Damit wird die Batterie geschont, wenn ich es nicht benutze. Moment. Das sind die Pässe. Ich sehe da nicht so gut aus. Ich habe den jetzt für den Ratchet gehalten. Gut, ich weiß schon, was ich mache. Ich habe jetzt noch kurz überlegen müssen, ich war mir nicht sicher. Mit dem Arzt habe ich noch nicht gesprochen. Dr. Constantin? Ich dachte, Sie hätten mich vergessen. Benötigen Sie meine medizinische Fachkenntnis nicht mehr? Doch, darüber möchte ich mit Ihnen reden. Gut. Was haben Sie letzte Nacht gemacht? Letzte Nacht? Sie verdächtigen mich doch nicht etwa. Aber das ist absurd. Ich bin in Belgrad zugestiegen. Ich bin der einzige zahlende Fahrgast im Kurswagen Athen-Paris. Umgeben vom Arbeitspersonal. Die Türen zwischen meinem Wagen und dem Kurswagen Calais waren abgeschlossen. So, ich kann den Mord nicht begangen haben. Was ist das für ein Kongress, vor dem Sie in London eine Rede halten? Also das ist die internationale Ärztekammer der Gastroenterologen.
Und warum wollen Magen-Darm-Spezialisten eine Rede über eine Krankheit hören, die bei neugeborenen Kälbern gefunden wird? Weil es viele Ähnlichkeiten gibt zwischen... Ich meinte natürlich Anatomie. Konstantin, was hast du nur getan? Doktor, Sie haben uns belogen, was Ihre Qualifikationen betrifft. Sie sind Tierarzt, nicht wahr? Sogar ja. Gelungen. Ein sehr guter Tierarzt. Monsieur Poirot und ich haben uns auf Ihre Expertenmeinung verlassen. Mademoiselle Marceau. All die Widersprüche, die Todeszeit, die unterschiedlich kräftig ausgeführten Stichverletzungen. Der Mörder ist kräftig, aber nein, schauen Sie hier, der Mörder ist schwach. Er ist Rechtshänder. Nein, er ist Linkshänder. Haben Sie je überlegt, dass er in jeder Hand ein Messer gehalten haben könnte? Doktor, jetzt reicht es. Alles lässt sich mit der simplen Tatsache erklären, dass Sie sich nicht auskannten. Mademoiselle, meine Ausbildung war in der Humanmedizin. Ich wollte menschliche Krankheiten behandeln und Menschenleben retten. Aber dann... Ich stamme aus armen Verhältnissen. Ich hatte nicht genug Geld um mein Studium. Alles, was ich mir leisten konnte, war Tierarzt zu werden. Als Monsieur Poirot mir sagte, es gäbe keinen Arzt im Zug, sah ich eine Gelegenheit, mich zu beweisen. Nicht Ihnen gegenüber, verstehen Sie? Sondern mir selbst. Aber Ihre Aussagen? Ich schwöre Ihnen, meine Aussagen und Schlussfolgerungen wird jeder Arzt bestätigen können, der die Leiche untersucht. Außerdem, da ich gehandelt habe, als der Mord noch nicht lange zurücklag, habe ich vermutlich mehr gesehen als jeder Arzt, der erst Stunden oder gar Tage nach der Tat hinzugekommen wäre. Über meine Promotion habe ich tatsächlich gelogen. Aber nicht über meine Fähigkeiten. Sie können sich auf alles verlassen, was ich Ihnen gesagt habe. Ja, selbst bei allen Widersprüchen ist der medizinische Befund korrekt. Gut, ich beende den Part. Der hat mir viel zu viel gelabert. Und wir sehen uns das nächste Mal. Ciao.